So, auf geht's. Weiter mit Far Cry 4. Mit Far Cry 4 ab zu neuen Taten hier. Es wird ordentlich wieder auf die Kacke gehauen. Brauche ich das zu wieder auch? Ich habe entschieden, das so zu machen, dass ich das quasi splitte. So, was steht denn da im Text? Also dich wundern, ich versuche einen Doom-Mod zum Laufen zu bekommen. Manchmal murmel ich da irgendwie ganz komisches Zeug dann vor mich her. Du wirst diesen Part splitten. Diese ganze Session. Also, die Viecher, die kannst du auch befreien natürlich, wenn sie noch leben. Das ist gut, wenn du die Stützpunkte einnimmst. Besonders wenn es ein Elefant ist, dann kannst du davon ausgehen, dass da alle niedermäht. Kennen wir ja schon. Ah, der Random SP. Was? 2010 wurde das released? Scheiß, da ist schon 8 Jahre alt. Lol, der Autor heißt einfach Cheetahman. Ich sehe es, da ist eins von diesen Tieren. Das scheint irgendwie so ein Jaguar zu sein. Schieß mit einem Schalldämpfer drauf. Hahaha, ich habe jetzt noch keinen Schalldämpfer. Es ist gerade mal zu Anfang. Ich kann froh sein, wenn ich eine Hast Waffe habe. du Pfeil und Bogen? Nein. Wir sind immer noch im Tutorial, Serax. Es ist immer noch der Anfang. Ja, gut. Na gut, ist nicht schlimm, wenn die dich dann sehen, aber du bekommst extra Punkte, wenn du dich nicht erwischen lässt. Das heißt nicht schießen, sondern erstmal alle versuchen, mit Steinchen irgendwo hinzulocken und zu messern. Ich möchte gerne erstmal da hoch am Ende. Achso, ja, ich muss sogar da hoch, weil der Punkt da oben ist. Ja, Mir wird gerade übersichtlich. die Kamera erklärt. Kamera kennen wir schon aus Far Cry 3. Wir wissen, was Ja, das macht. Das markiert die Gegner. die ist so ziemlich ähnlich. Ich finde es immer noch so schade, dass dieser Bug bei mir aufgetreten ist. Ja, schau mal, das Vieh ist heiß. Es ist rollig sozusagen. Das ist richtig schrallig, das hat Stempel. Das will Fickereien machen. Ich glaube, es ist das Schlauste, wenn du einfach so weitergehst und dann nachträglich angreifst. Geh mal auf die Karte. Okay, ja, dann die kannst du noch nachträglich machen. Kein Problem. Ist auch, denke ich, besser. Weil für solche Sachen brauchst du einen Schalldämpfer. Die Waffe, die ich meine, ist zwar nicht ganz so OP wie in Far Cry 3. Die Shit. ist ein bisschen genervt worden. Oh. Es war nicht so schlau. Jetzt schießt das Vieh frei. Schieß auf den Käfig. Geh ein bisschen in Deckung. So, beim Fels bist du eigentlich gut. Links musst du ein bisschen aufpassen. Links. Nicht da. Links, genau. Dass die da unten nicht rumrennen und dich von der Seite abballern. Okay. Der hat schon seinen Spaß. Kannst du die anderen eliminieren. Musst auch sehr mit Karte arbeiten. Und immer aufs Köpflein schießen.
Ja, er schießt automatisch hin. Beim Anvisieren. Das gibt mir schon so einen kleinen Vorteil. Ich freue mich schon, wenn ich die Sniper wieder später habe. Okay, ganz mein Gebiet. Blade of Imagination Doom 2. Hast nur Map 1 bis 12. Das ist halt gerade mal die Hälfte. Oh, du kannst es auch im Koop spielen. Complex Doom. Du kannst es sogar im Player Stars Only. Player Deathmatch. Bis zu 4 Spieler. Oh, Koop kannst du bis zu 4 Spieler spielen. Difficulty Settings, yes. Other Game Styles, no. Construction Base, new from scratch. Wir erinnern uns, ein Stützpunkt ist dann angenommen, wenn sämtliche Gegner verschwunden sind. Ja, das alte Prinzip halt. Ich sollte mal den Jaguar loswerden. Oh, pass auf, dass der dich nicht frisst. Kein Problem, ich bin mal bewaffnet. Zweitens ist das... Bewaffnet ist halt, sind die Gegner auch schon markiert. Hast gesehen, wie er zerfleischt hat. Kackt der gerade, der Jaguar? Weiß nicht, sie sehen nur seine Silhouette. Ich freue mich auf die Jagdmissionen wieder. Die werden wieder lustig. Oh, du wirst die Bergmissionen teilweise fahren. Ja, ja, so ist nicht Magie. Das habe ich gemeint. Die Viecher sind hier stärker als im dritten Teil, musst du wissen. Auch die Hunde sind gefährlicher, die zerfleischen dich, wenn du nicht aufpasst. Die Hunde in Far Cry 3 sind weniger gefährlich, die haben kaum Schaden gemacht. Die haben halt dich immer genervt und dich ins Bein gezwickt. Das ist natürlich jetzt doof, dass er dich getötet hat, jetzt hast du das Fell von ihm nicht bekommen. Du darfst alles normal machen, wo das entdeckt. Kannst du hier eigentlich auch einstellen, ob du das siehst, ob du entdeckt wurdest? Weiß nicht, gibt es da einen Unterschied zwischen der PC-Version? Weiß ich gerade nicht so genau. Z-Doom 2.2, das ist ja ultra altes Z-Doom. Das müsste ich auf jeden Fall zum Laufen bekommen. Ich glaube, der Jaguar ist frei. Nehme ich mal an. Irgendwas ist gerade explodiert. Das habe ich gemerkt. Der Jaguar ist explodiert. Kaboom. Spiele ich das mal mit Z-Doom? Sehr schön, das war ein Kopfschuss. Ah, das ist zuwider. Gut, dass ich das nicht rüber habe. Was man auch gerade sah, Diamanten auf der Karte sind wieder mal natürlich Schätze. Sowas in der Art. Nur, dass die Schätze tatsächlich hier mehr Wert haben als im Dreier. Das finde ich auch besser. Warum habe ich das jetzt... Achso, das ist... Ist natürlich noch ein einfaches Lager, aber es wird noch mit der Zeit sicher schwerer. Oh ja. Da wo ja das bei mir noch funktioniert hat, da habe ich ja so eine ganze so einen ganzen Stützpunkt mal auseinandergenommen. Also nicht so ein einfaches Lager, sondern wirklich so ein größerer Stützpunkt. Da sind sie mit Helikopter und sowas gekommen. Kannst dich da auch schon mal gefasst machen. Ich nenne das Ganze übrigens... Dass hier ein bisschen mehr die Kacke am Dampfen ist. Ich nehme das Ganze ganz viel bei dir mit Fraps auf, weil du hattest ja mit Camtasia Probleme in Far Cry 4. Ja, ich hab ja das am Anfang, glaube ich, mit Camtasia so aufgenommen, wegen Platzgründen. Hab das halt mit Fenstern so. Es ging mir dann ab einem gewissen Zeitpunkt dann nur noch auf die Eier.
weil ich dann irgendwie immer rausgeklickt habe, konnte ich mich nicht bewegen und wurde niedergewalzt. Das hat mich so abgefuckt. Und seitdem habe ich dann gedacht, ne, kein Bock mehr. Ich nehme das ab sofort mit Fraps auf. Und so war es dann auch. Die Grafik ist wieder fantastisch. Ja, ab und zu mal siehst du auch schwebendes Gras oder sowas. Ja. So, ich hoffe mal, dass es nicht allzu laut ist. Script Euro Complex Dust Online Inventory and Requires an Actor of Type Inventory. Was ist hier Inventory, ey? Wo ist der Jaguar hin? Muss hier irgendwo noch sein. Stelle. Random. Random, random. Mit WAD hin. Speichern, schließen, öffnen. Ach, schon wieder. Execution could not continue. Zentronum. Das funzt ab und zu mal. Weiß ich, bei Doom Mods ist immer so die Schwierigkeit, muss irgendwie so einen Weg finden, wie es am besten funktioniert. Okay. Das ist teilweise gar nicht mal so einfach. Musst du dich auch erstmal reinfuchsen und sowas. Zum Beispiel der Doom Randomizer hat auch eine Weile gebraucht, bis ich den zum Funktionieren gebracht habe. So. Santronum. Ich glaube, mit dem funzt es nicht. Oh, nicht auf volle Lautstärke. Ja, Schnauze. So. Ist ja alles noch normal. Je mehr Kohle, desto mehr Chance auf Waffen. Je besser die Waffen, desto besser die Chancen. So zu sagen, das erhöht schon stark die Chancen. Sieht nicht so aus, als werden hier die Viecher gerandomized. Tja. Da oben ist der Glockenturm. Scheinbar nicht als richtiges Lager gesehen. Ja, es gibt auch so solche Sachen tatsächlich. Sozusagen, das ist quasi der Tutorial-Pfad. Ja. So, das war... Hier. Nicht dumm ist so ein Klassiker, den kannst du immer wieder spielen. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmack, aber es würde dich freuen zu hören, dass ich den Koch wegen seiner Inkompetenz hinrichten ließ. Oder was seine Familie? Nächstes Mal gibt es mehr Auswahl. Nie wieder werde ich einen scheiß Fernsehkoch. Osoma scheint er das auch nicht ganz nachvollziehen zu können,
weswegen ich da so oft zocke. Anscheinend. Kill it, kill it, kill it. So. Ist da schon das Zeug offen? Nein. Schattkännchen, aber scheint alles ja normal zu sein. Ich merke, dass die Monster irgendwie ganz langsam sind. Ich glaube, das muss ich wieder umstellen. Fast Monsters und so, dass die doppelt so schnell schießen. Und doppelt so schnell sich hier bewegen. Das fühlt sich alles so lahm an. Ich glaube, springen konnte man nicht zufällig, oder? Springen? Ja. Allgemein in dem Spiel? Oder wie meinst du jetzt springen? In dem Spiel, ja. Du konntest springen. Achso, X-Taste, okay. Ah, ich habe was gehört. Nein, ich habe mich falsch gehört. Okay, das ist ein Anlaufsprung. Hä, wieso öffnet sich jetzt der Scherz nicht? Geh drauf. Ah, irgendwas war doch hier. Oben. Far Cry war ja so ein Erkundungsspiel. Far Cry ist das, was es macht, macht es auf jeden Fall richtig. Großen Ganzen. Es hat aber auch so seine nervigen Missionen, kann ich ja schon mal sagen. Das kennen wir aus Far Cry 3 schon. Ich meine, Bergmissionen, die fucken teilweise ab. Na komm, wie die Ziegen, da habe ich auf Fell und Bogen später. Besonders wenn du nur besoffen spielst. So wie ein Xerax. Ja, da lief ich ja ein, habe ich ja mal eine halbe Stunde rumgeirrt in den Bergen. Ah, jetzt habe ich es geöffnet. Saubere Kill, doppelte Ausbeute. Scheint alles sehr normal zu sein. Das war zwei Gegner One-Shotten. Ich weiß nicht, ich verfolge gerade so ein LP und der spielt das, warte mal, der spielt es auf Hey Not To Wow. Doom. Also auf dem zweitleichtesten. Okay, ich hab Barafell oder so. Was für ein Fell? Barafell, so von diesen komischen Ziegen oder so. Das ist auf jeden Fall wichtig, sowas. Okay, was kann ich mir damit denn craften? Oh, geh mal ins Menü. Da siehst du zum Beispiel Zeug herstellen. Das kannst du alles herstellen. Das siehst du auch unten rechts. Und gut, dass das bei dir auf Deutsch ist. Bei mir ist alles auf Englisch. Da musste ich erstmal teilweise googeln, was das bedeutet. Honigdachs teilweise hast du. Das sind so kleine marderähnliche Viecher, die aber für ihre Größe unheimlich gefährlich sind. Kann ich schon mal voraussagen. Okay, ich habe mir jetzt einen Geldbeutel hergestellt. Einen größeren. Hauptsache immer ans Geld denken. YouTube Money.
bestimmt wieder so einen Glockenturm geben, der mich abfuckt irgendwo. Genau wie den Funkturm. Oh, das Originaldom ist wirklich easy. In der Alarmhöhe. Ich werde es natürlich wieder schwer betiteln. Blind ist es aber nicht, weil ich bei der Zeit schon zugeschaut habe. Ich glaube eher der Anfang für dich ist blind. Schöne Berglandschaft. Definitiv schön, ja. Ich glaube, das ist so Tibet-Tilke. Nicht zu fassen, dass ich einfach total abkacken würde gegen einen so kranken Boss. Dass ich das wirklich, dass ich mal auf dieses Level drauf möchte. Okay, also das ist ein Glockenturm. Glockentürme brauche ich für die Übersicht. AJ, du hast es geschafft. Sehr gut, Sohn des Mohan. Warum hilft ihr mir eigentlich? Easy as fuck hier. Richtig chillig. Ach, ich muss ja dann noch einen Knüppel drücken. Oh. Leute, viel Munition. Ja, du hast relativ viel Munition zu Beginn. Blümchen. Muss ich mal kurz reinschauen. Ja, auf Blümchen. Ich muss schon gut verschanzen. Deckung suchen. Easy, yeah. Richtig ist der Shit schon ab. Oh ja. So, das war der letzte. Gar nicht. Dort holen. Ich mach das hier zum Beispiel. Das hier. Ich hier nach unten passen. Du bist nicht leicht zu töten, Bruder. Das ist doch gut so, oder? Ja.
Ja, natürlich bin ich nicht leicht zu töten. Was hast du denn gedacht? Prolog beendet. Okay, das heißt, es war der Prolog, jetzt beginnt das erste Kapitel. Hab ich keinen Bär. Wie hast du mich gefunden? Wir haben Pagans Heli gesehen. Er kommt nie so weit in den Süden. Ich wollte wissen, warum. Du hattest Glück, dass wir in der Nähe waren, als Darpans Textnachricht kam. Tja. Wir sind da. Willkommen in Vanapur. Heimat des goldenen Pfads. Wer ist das? Wo ist Darpan? Er hat es nicht geschafft. Das ist AJ Gale. Mohans Sohn. Damit wir uns verstehen. Darpan ist tot? Und du bringst mir den hier? Hey, ich habe nichts mit der Sache zu tun, okay? Ich suche nur nach Lakshmana. Wir stecken mitten in einem Scheißkrieg. Wir haben keine Zeit für Touristen. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn da lassen? Easy. Verzeih, Bruder. Amita ist etwas empfindlich. Ich rede mit ihr. Aber Lakshmana, das klingt, als wäre es ein Tempel oder Schrein. Du bist schon richtig begeistert, die Ersten. Der Norden ist Feindterritorium. Da kommen wir nicht hin. Wie begeistert? Die kann ich, die kann mich immer nicht leiden. Die Frau? Ja. Ja, weil du halt mit dem halt abhängst. Das wirst du aber noch herausfinden. Oh, ich habe den Chuchu wieder gesehen. Da auf dem Dach. Da sitzt er. Der Chuchu. Ich möchte auch, dass das Spiel mich mal not ist. Nicht nur immer der Chuchu, auch mal das Erax. Ja, das kommt schon noch. So, ich denke mal, das ist jetzt die Stadt, wo ich einkaufen kann. Also Waffen und so ein Krimskrams. Shop. Aha. Da habe ich schon mal den Laden gefunden. Neue Waffe freigeschaltet. A2000. AK-47. M133 SVD STG 90 Recoverbogen. Ja, den kenne ich ja, den Bogen. Das ist gut. PKM RPG 7. Lass mich raten, das ist der Raketenwerfer. Ja. MP34 Sixer Scorpion Mark 4 oder so. M712. Ja. Können wir schon Munition nachfüllen. Das gab's auch in Far Cry 3 schon. Kaufen und anpassen. Das erste, was ich auf jeden Fall haben will, ist der Bogen. Zweite Recoverbogen, aber der kostet 60.000, was auch immer. Gut, das heißt, ach so, diese komische Währung. Das heißt, den kann ich erstmal klemmen. Dann will ich ein gutes Snipergewehr haben. Das ist mal noch gesperrt. Röffelchen, das ist da drüben. Das sieht mir ganz nach Sniper aus. Ja, Präzisionsgewehr, genau. Ja, die Sniper sind hier tatsächlich besser. Du hast hier mehr Munition, das ist geil. Sieht was ein bisschen... Naja, das Modell sieht ein bisschen pixelig aus. Ah, naja. So,
Solange sie das macht, was sie soll. Leute erschießen. Natürlich bisher haben wir nur einen Waffenplatz frei. Wird sich aber noch, denke ich mal, ändern. Wenn ich meinen Waffengurt erweitere. Und passt neu für Farbe. Farbe wäre jetzt nur, glaube ich, Geldverschwendung. Ja, Farbe sieht tatsächlich gut aus. Kann man später spaßeshalber verändern, aber jetzt wäre es halt Geldverschwendung. Nein! Die Farbe macht das Wichtigste aus.